Und damit willkommen zurück im Train Mechanic Simulator. Wieder mal eine amerikanische Diesel-Lok, die hier auf uns wartet. Und wieder einmal geht es erstmal darum, noch übrige Teile zu finden, die eventuell kaputt gegangen sind. Denn wir haben noch nicht alle gefunden. Wir prüfen jetzt selbst nochmal so alles durch. Aber man sieht es den Teilen doch meistens sowieso schon an, wenn die hinüber sind. Aber vielleicht müssen wir es auch so machen, dass wir das wirklich in jedes Teil einzeln, oder wir müssen erst noch was demontieren. Ah, ich sehe noch was, Das muss auch raus. Das ist in Ordnung. Muss auch weg. Das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gesehen. Weil es ging ja hier nur ums hintere Drehgestell. Das muss auch weg und damit müssten wir alle Teile haben, die ausgetauscht werden müssen. Wir schauen in den Auftrag. Eins fehlt noch. Eins haben wir noch übersehen. Ein einziges fehlt uns noch. Das, was wir noch machen müssen. So, das haben wir. Es geht jetzt definitiv nur ums hintere Drehgestell. So, dann montieren wir das. So, das ist alles geprüft. Jetzt sind wir ja fast durch. Wir können uns hier nochmal diese Leitung anschauen. Sieht aber auf den ersten Blick auch okay aus. Das ist in Ordnung. Und das. Okay, jetzt haben wir alles gefunden. Also wir haben ja schon deutlich mehr Schäden, die wir finden müssen. Aber wir haben, wenn ich in den Auftrag schaue, ja, wir haben alles gefunden. Also es dreht sich, wie im Auftrag schon erwähnt, alles nur um das hintere Drehgestell. So. Das kriegen wir. Ah, dann müssen wir das dafür machen. Okay. Das hat 4 Schrauben. Da ist aber noch große. So, super. Nummer 1 ist ab. Okay, so, dann das hier. Moment, was hatten wir jetzt hier noch alles gehabt? Oh Gott, da muss ich ja alles runter. Da nehmen wir ja alles auseinander. Und dafür muss das wiederum runter. Oh Gott. So, dann muss das hier raus. Wir nehmen wirklich einmal das komplette Drehgestell da noch auseinander. Damit wir den. Achso, da muss der noch runter. Der ist auch wiederum befestigt. Also Schraubgeschwindigkeit kann man sicherlich drüber nachdenken zu verbessern, aber ich glaube, wir müssen in erster Linie auch mal darin wahrscheinlich investieren. Wir machen nur Mechanik zurzeit und da müssen wir natürlich in erster Linie dahin gehen, dass wir auch mal versuchen, die Mechanik, dass wir das einfach auf Vordermann bringen. So, der ist nicht geprüft. Das muss auch raus. Den konnte man aber über die 2 Schrauben. So, das war ja auch das allererste, was wir mal gemacht haben. Okay. Gut, dann zur anderen Seite hinüber geschwenkt. So, das musste raus. So, genau, hier waren die Dinger hinüber. Müssen wir das reparieren. So, runter. Dann können wir das einmal abmachen. So, dann haben wir hier. Okay, dafür müssen die runter. Um das runterzuholen, ja, das ist wie drüben. Müssen
noch relativ viel machen. So. Das hier noch. Ist der runter? Da kommen wir erstmal. Dann müssen wir hier. Und dann holen wir. Ja, jetzt kommen wir erstmal hier ran. Und hier. So, haben wir jetzt eigentlich alles, was raus soll? Hier blinkt das Rot, hier blinkt das Blau, blinkt das Grün. Moment mal. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier nichts irgendwie vergessen. Das ist immer so mein Problem, wenn ich zu viel repariere. Aber ich glaube, wir haben alle Teile soweit raus, die raus müssen. So, Moment, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, es waren auch 8 Teile. Jetzt gucken wir nochmal im Auftrag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so. Prüfung also erfolgreich. Und dann müssen wir mal gucken. Wisst ihr, wir machen das jetzt mal. Wir investieren jetzt einfach mal in die Mechanik, in die Reparatur von mechanischen Teilen. So, weil wir einfach, ja, verbessern das einfach mal so. Nummer 1. Und dann können wir mal gucken. Mechanische Bauteile. So, das können wir reparieren. Da kriegen wir zu 100% ein neues raus. Dasselbe trifft für das hier zu. Hier geht, das geht nicht. Das geht auch nicht. Das geht auf jeden Fall. Das geht auch auf jeden Fall. Also wir können ja sehr selbstkostendeckend arbeiten. Das geht sicher auch. Ja, oh, Glück gehabt. Ging schon so gerade so langsam. Okay, was brauchen wir neu? Stoßdämpfer. Ein Stoßdämpfer, eine hydraulische Bremse und ein Stoßdämpfer-Achsenlager. Das müssen wir neu kaufen. So. Okay. So, das heißt, also, was haben wir gesagt? Müssen wir erstmal gucken. Stoß, das brauchen wir, genau. Ich schaue nochmal lieber nach. Also, Hydraulik, Stoßdämpfer für Achsen, okay. Stoßdämpfer für Stoßdämpfer am Achsenlager, ja. Dann brauchen wir Stoßdämpfer ab. Moment, warte mal. Den brauchen wir zweimal, okay. Dann brauchen wir noch Hydraulikleitungen für die Bremse. Gut, so, dann können wir kaufen. Gut. Und dann heißt das, dass wir die kaputten Teile verkaufen können. So, und dann können wir uns an das Einbauen machen. So, dann bauen wir die Taste 2. Das hier wieder her. So, perfekt. Da war doch noch mehr Zeug dran. Das ist in Ordnung. Schauen wir den noch dran. Das Ding auch. Stimmt, das konnten wir auch reparieren.
So, super. Läuft ja hier wie am Schnürchen. Noch dran. Perfekt. Das auch noch. War ja einiges, was wir auch auseinandergenommen haben. Also genau, diese Leitungen müssen ja auch noch hier drauf. Stimmt. Dann muss, war doch das Teil normalerweise fertig. Muss das auch rein. Ja, alles auch noch in Schuss. Aber schon aufregend, was man hier so macht. Was man alles auseinandernehmen muss, um ranzukommen. Wird ja dann interessant, wenn es dann in Richtung der Motoren geht. Das ist ja dann nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer. So. Hier noch zwei Schräubchen. Aber stimmt, ihr seht, da muss man auch nicht immer los uns das richtige Werkzeug holen. Auch das wird einen hier deutlich vereinfacht. So, was haben wir denn hier noch? Jetzt gucken wir mal, haben wir hier noch irgendwas? Nein, Ersatzteillager ist leer. Das heißt, wir sind fertig. Und können ins Büro gehen und den Auftrag, also auch fertig, eben fertig melden. So, gehen wir nach außen rum. Und haben uns sogar ein bisschen bei der Mechanik verbessert. Wir machen ja fast nur Mechanik zurzeit. Nee, Quatsch, den müssen wir. Moment, das müssen wir noch über den Auftragsfenster machen. So, Auftrag beenden. Mal gucken, ob wir einen Bonus kriegen. Sieht zumindest danach aus. Prämie für niedrige Kosten. Ja, 2000 Dollar haben wir uns hier verdient. So, was haben wir denn jetzt hier als nächstes? Lokomotive fuhr auf etwas auf den Schienen. Reparatur eines Treibsatzes im vorderen Drehgestell ist notwendig. So, da mal gucken. Im vorderen Drehgestell haben wir gesagt, da ist nur eine Sache, die wir finden müssen. Eine Kleinigkeit. Na, hoffentlich. Na, was heißt Kleinigkeit? Eine Sache. Nichts mit Kleinigkeit. So, Treibsatz. Der ist in Ordnung. Den hat es erwischt. Der ist auch in Ordnung. Gut, dann geht es also an die Demontage des Treibsatzes. So. Okay, dafür muss das runter. Unter anderem muss das dafür runter. So, hier wird das alles weg. Okay, da muss der Antrieb muss auch runter. Dafür muss erstmal das runter. Und da können wir den Antrieb demontieren. So, aber hier ist noch ganz viel anderer Kram, wo was weg muss. Aber der hängt hier noch über dem. Oh Gott, hier müssen wir fast alles auseinandernehmen. Schaut euch das mal an. Das war klar, wenn hier nur ein Teil ist, irgendwo muss der Haken sein. Dafür muss das runter. Machen wir das noch schnell. Ach, macht irgendwie Spaß das Spiel. Findet ihr nicht? Das muss weg. Das muss weg. So, dafür muss ich so. Dann müssen wir das Ganze hier drüben nochmal machen, das Spielchen. So.
Und dann haben wir nur noch dieses hier. Moment, da müssen wir die Schraube erstmal lösen. Und dann haben wir den Treibsatz schon draußen. Wir gucken mal, ob wir den reparieren können. Das ist auch Mechanik. Ja, den können wir sogar vollständig alleine reparieren. Und dann bauen wir das Ding wieder ein. Ja, der Lok fehlt jetzt ein Rad vorne, ein Treibsatz, genauer gesagt. So, dann müssen wir das wieder einbauen. Den ganzen Kram wieder zuschrauben, den wir da eben abgeschraubt haben. Fangen wir jetzt wieder an. Einfach irgendwo hinklicken, da setzt du das dann schon richtig ein. Die Wiese zeigt uns auch gleich an, wo die Schrauben sind. Also sehr, sehr entspanntes Spiel, muss ich sagen. Also im Vergleich, wie gesagt, zu einem anderen, mit dem ich angefangen habe, ich habe es am letzten Part schon so ein bisschen erwähnt, sehr, sehr, sehr entspanntes Spiel, das muss man wirklich sagen. So, dasselbe können wir auch hier machen, den schon mal draufsetzen. Das auch noch draufsetzen. Beim nächsten Auftrag, da müssen wir ja dann wiederum eine Lokomotive abholen. Das stand ja schon fest vorher. Ach so, das muss noch drauf, stimmt. Das mit dem Schrauben ja auch nicht. Klar, man könnte natürlich so und so viel Zeit sparen. Ich glaube, ein Drittel spart man dann immer. So ist das dann. Mal, fehlt uns? Hier fehlt uns bestimmt noch irgendwas drauf. Das kommt doch nicht schon alles, oder? Wir haben noch ja einen Teil. Bremssattel, der muss noch eingebaut werden. Der Bremssattel muss noch eingebaut werden. So, und da hat er auch noch eine Schraube. Ah, fällt euch, hier ist doch noch irgendwas rostig. Ne, ist aber alles in Ordnung. So, und jetzt haben wir nichts mehr im Ersatzteillager liegen. Das heißt, auch diesen Auftrag können wir abmelden. Wir haben wieder vieles zum Selbstkostenpreis gemacht. So, heute ein bisschen länger aufgenommen, aber sehr, sehr zügig gearbeitet und dafür gibt es auch viel Geld. Ja, und damit haben wir auch diesen Auftrag abgeschlossen. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.